Hello everyone, let's get started. Ich habe keine finanziellen Interessen, ich habe keine gesponserten Links und ich möchte auch keine Spenden bitten. Ich habe heute vier Themen, das Flywheel Model. Ich werde mich zum Thema Miguel Villas äußern und zu diesem Gerücht, dass die XRP Community schrumpft. Und ich werde auch kurz etwas zu meinen letzten Recherchen sagen, die ich gemacht habe bezüglich Zahlungsdaten und so weiter. Ich werde die Präsentation, die ich im englischen Livestream gezeigt habe, nicht zeigen, weil die eher auf Englisch ist und die explizit den deutschen Livestream gewünscht haben, da gehe ich jetzt mal von aus, dass die wahrscheinlich eh nicht wirklich so gut Englisch können. Ausgangslage für die Erklärung dieses Flywheels war ein Video von Brad Kimes, aber die eben nicht Englisch können, werden das gar nicht wissen, deshalb werde ich da auch nicht wirklich drauf eingeben. Er hat dieses Flywheel-Modell als Flywheel-Theorie verstanden und hat versucht zu interpretieren, wie Ripple den XRP-Preis in die Höhe treiben will. Also, egal. Ich habe im englischen Livestream erklärt, dass es zwischen Theorie und Modell Unterschiede gibt. Und ich habe ein paar Beispiele genannt. Als Beispiel Thema Klimakrise. Da ist die Theorie Konsens. Der Konsens ist, dass die CO2-Emissionen also die globale Temperatur erhöhen. Das ist eine Theorie. Das versucht man oder hat man oder versucht man immer noch in der Vergangenheit und auch jetzt in der Gegenwart und Zukunft, wird man das versuchen mit Modellen, also mit mathematischen Modellen zu erklären, wie das funktioniert. Tatsache ist, dass alle bisher bekannten Klimamodelle ein Total Failure sind, die prognostizieren, dass weltweit alles Eis schmilzt. Neueste Studien zeigen jetzt aber, dass das Eis in der Antarktis wachsen ist. Wenig, aber es wächst. Also sind alle diese Modelle nicht zu gebrauchen. Die Theorie bleibt aber bestehen, dass die Temperatur steigt, wenn wir nicht unsere CO2-Emissionen reduzieren. Okay? Jane Ellis Theorie, das ist auch eine Theorie, die sagt mal prinzipiell, wie es gehen könnte, um den Preis hochzutreiben. Das Modell dazu, das wissen wir nicht, ob es in einem Tag geht oder ob es stufenweise geht, ist einfach eine Theorie, es könnte so gehen. Wie es dann in einem konkreten Modell aussieht, wissen wir nicht. Jetzt konkret zu diesem Flywheel-Modell. Das hat, ich habe übrigens den Link zur englischen Präsentation in die Beschreibung des Videos gehängt. Und da ist auf, muss ich kurz schauen, kann ich kurz sagen, da ist auf Seite 'Kann ich da nicht blättern? Ah, scheiße, ich muss ein anderes PDF. Sorry. Nach wie vor das Falsche.
Ach, ich finde es den Link nicht. Irgendwo hat's. Ah, Moment, ich kann ja Keynote aufmachen. Da habe ich die letzte Präsentation drin. Dann kann ich euch sagen, auf welcher Seite das zu finden ist. Auf Seite 5 dieses PDF, das ich in der Beschreibung des Videos hinterlegt habe, hat es hinter dem Flywheel einen Link. Und dann geht eben diese Präsentation auf die Ripple in einer Session an der Swell in Singapur, wo Richard und ich ja, live vor Ort waren, erklärt haben. Und in diesem Modell geht es darum zu erklären, wie das Momentum steht in der Industrie in Bezug auf Blockchain im Bereich von Zahlungen. Und das haben sie eben erklärt anhand dieses Modells des Flywheels. Ein Flywheel ist quasi ein Schwungrad, behaupte ich jetzt. Braucht relativ viel Energie, um mal, jetzt muss ich, ihr seht mich genau, um mal in Schwung zu kommen, also so rumgesehen. Aber wenn es dann mal läuft, kann ich mit wenig Impuls es am Laufen halten. Und das war eigentlich so die Kernaussage dieses Blockchain for Payments Reports, dass so die ersten Mühen jetzt überwunden sind, um dieses Schwungrad in Bewegung zu bringen, und dass man eben aber Momentum merkt, dass das Momentum jetzt eben am Steigen ist. Und es braucht jetzt nur noch wenig, bis dann dieses Schwungrad auch tatsächlich voll in Bewegung kommt. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es dabei nur um ein Modell geht und ein Modell, das Ripple anwendet, eben um zu schauen, wie es um die Blockchain Geschichte geht im Bereich von Zahlungen. Und ich habe heute auf eToro einen Post gemacht, also dieser Report, da geht es nicht um alle Kryptos, da geht es um maximal, also jetzt gerade aus dem Schand heraus, IOTA, XLM und XRP, logischerweise. Aber da zählen auch alle anderen Blockchains dazu, die eben keinen Coin haben, wie die Corda-Plattform von R3, wo es verschiedene so Trade-Finance-Lösungen gibt. Und das ist eben auch in dieser Payments-Industrie. Nochmals kurz auf Trade Finance habe ich schon mal erwähnt, möchte ich aber nochmals gern kurz erwähnen. Nehmen wir an, ein Laptop-Computer kostet 1000 Euro und die Deutsche Bank will alle ihre Mitarbeiter mit neuen Laptops ausstatten. Keine Ahnung, 10.000 Mitarbeiter in Deutschland, dann wären das 10 Millionen Euro, die man dafür zahlen müsste. Das ist eine ganze Stange Geld, und für solche Beträge gibt es normalerweise ein System, das nennt sich Letter of Credit. Das heißt, der Produzent wird erst anfangen zu produzieren, wenn er von der Deutschen Bank in diesem Fall eben quasi eine Garantie erhält. Also es ist eigentlich nicht mal, ja, jetzt in diesem Beispiel Deutsche Bank ist ein bisschen blöd, weil es eben selber schon eine Bank ist. Normalerweise wird dieser Letter of Credit von der Bank der Firma ausgestellt, die dann eben das Zeugs kauft, was es zu kaufen gibt. Also quasi die Garantie kommt wie von der Bank, dass das Geld dann bei Lieferung eben auch fließen wird. In der Schweiz kennt man so etwas Ähnliches, wenn man ein Haus kauft. Dann gibt es also diese Eigentumsüberschreibung oder keine Ahnung, wie sich das nennt. Und damit das zusammen mit dem Notar stattfinden kann, braucht der Verkäufer ein unwiderrufliches Zahlungsversprechen der Bank des Käufers. Also die Bank des Käufers stellt dieses unwiderrufliche Zahlungsversprechen aus.
dass der Verkäufer eben die Kohle erhält. Und sowas ähnliches ist dieser Letter of Credit. Zurück zu unserem Beispiel, jetzt bestellt die Deutsche Bank 10.000 Notebook-Computers bei irgendeiner Firma. Diese Firma braucht von irgendeinem Zulieferer 10.000 Festplatten, von einem anderen Zulieferer 10.000 Displays, von einem anderen Zulieferer 10.000 Chips, von Intel zum Beispiel oder so. Dann braucht sie noch Memory und irgendwie Tastaturen noch von einem fünften Hersteller. Und alle diese Unterlieferanten, die wollen, weil das ist auch für die dann auch eine Menge Kohle oder Holz. Auch für die würde dann 1 Million rausspringen, oder? Die wollen auch erst liefern, wenn die dann so einen Letter of Credit erhalten haben. Das ist so eine, es gibt dann so eine ganze Kette von Letter of Credits und der letzte Lieferant fängt eigentlich erst mit Liefern an oder mit Produzieren an, wenn das bei ihm angekommen ist. Und weil das eben eine extrem komplizierte Geschichte ist und mit extrem viel administrativen Aufwand verbunden ist für alle diese an so einer Transaktion beteiligten Banken und Firmen. Es betrifft ja nicht nur die Firmen, sondern eben auch die Banken dahinter, weil die Banken immer diesen Letter of Credit für den Sublieferanten ausstellen. Mega kompliziert. Und R3 hat auf der Corda-Plattform eine Smart Contract, also eigentlich sind es sogar mehrere Lösungen. Eine davon heißt, glaube ich, Marco Polo, das weiß ich. Eine hieß mal Voltron, glaube ich. Heißt jetzt aber anders, da wurde umbenannt. Es gibt aber auch noch andere Lösungen. Manchmal sind die auch ein bisschen branchenspezifisch, diese Trade Finance Lösung. Läuft über Blockchain. Braucht keine Tokens, funktioniert super. Also, so viel zum Flywheel. Ich gehe, wenn ich fertig bin, auf die Fragen zu diesem Schwungradmodell ein. Ah, etwas wollte ich noch kurz erwähnen. Ich habe ja schon in anderen Livestreams ein anderes Modell, ich habe ein Modell präsentiert, die, ach, auf Englisch heißt es Bell Curve. Auf Deutsch heißt es Gaußsche Kurve, glaube ich, nennt sich die. Das ist so eine Kurve und die ist praktisch universell anwendbar, wenn es um die Adaption von neuen Technologien oder Prozessen geht. Also da ist mega mühsam immer am Anfang, bis die ersten dann anfangen produktiv zu werden, und wenn es einmal funktioniert, geht die Kurve steil nach oben und irgendwann sind dann alle migriert und brauchen das, und dann beginnt die Kurve wieder zu sinken, und weil es immer, also es sind dann immer weniger, die dann noch aufsteigen müssen, oder auf diese neuen Prozesse und so. Und ich habe das mal anhand von einfach so ein bisschen extrapoliert gehabt auf diese Quasi-Prognose von ILP, dass wir 2025, dass mehr oder weniger die ganze Welt über ILP laufen wird. Und dann habe ich so, das war glaube ich Ende letztes Jahr, habe ich so plus-minus prognostiziert, dann muss es dieses Jahr losgehen. Und zwar schon im Steilen drin, also nicht noch im Flachen, also wir diese flache Phase, diese ersten zwei quasi Quadranten hier, 1 und 2, die haben wir quasi schon überwunden. Also wir sind jetzt schon 3 und 4 und gehen langsam 5 going live, wenn man das jetzt auf diese Bell Curve übertragen würde. Also so viel zu den Modellen, das sind einfach Versuche, Analogien zu verwenden, damit jemand verstehen kann, okay, wo ist das Momentum oder wie weit sind wir mit dem Fortschritt fortgeschritten und so weiter. In der Präsentation, die ich hinterlegt habe, in der Beschreibung, habe ich das Modell vom Menschen mit der Bell Curve auf der letzten Seite hinterlegt, wo man sehen kann, wie sich die Bewegung
entwickelt beim Menschen. Man kann sich gar nicht bewegen, man fängt an, sich drehen zu können als Baby. Irgendwann kriecht man am Boden entlang mit allen Vieren, dann kann man vielleicht mal sitzen, dann kann man stehen, muss sich aber immer noch halten, dann muss man sich nicht mehr halten, kann schon relativ, ohne da und hinzufallen, gehen. Irgendwann rennt man schneller und diese Kurve geht dann steil nach oben. Und irgendwann ist so ein Momentum erreicht, sagen wir mit 15, 16, 17 Jahren, wo man dann vielleicht schon in die Athletikschule eintreten kann und versuchen kann, die 100 Meter schneller zu rennen, wie man es bisher gemacht hat. Aber da dann noch eine halbe Sekunde rauszuholen, dauert vielleicht 2 Jahre, während man vorher innerhalb von einem Jahr vom Kriechen auf quasi davonhoppeln sich weiterentwickelt hat. Einfach damit ihr versteht, wie diese Adaptions- oder Adoptionskurve funktioniert. Dann, Thema Miguel Diaz, da gingen wieder die Wellen hoch und ach, es wurde wieder diskutiert. Vergesst doch das Ganze. Erstens, weil ist es überhaupt nicht bestätigt von Seite Herr Ripple, dass er geht. Ich würde jetzt mal erwarten, dass man das von Ripple Seite her bestätigt. Man hat das auch bei Ryan Zagon gab es eine Bestätigung, bei Evan Schwartz, er hat das selber bestätigt, bei Dilip Rao, der hat das bestätigt, dass er geht. Corey Johnson wurde, da gab es glaube ich sogar von Ripple selbst einen Beitrag darüber, dass man sich von Corey Johnson gelöst hat. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass sich Ripple da nicht dazu äußern würde, wenn es tatsächlich so wäre. Und selbst wenn es so ist, ist es doch kein Grund zum Verzweifeln. Wir wissen ja den Grund nicht. Vielleicht hat er Krebs und muss mit Arbeiten aufhören. Das ist eine Möglichkeit. Vielleicht hat er sein LinkedIn-Profil einfach terminated, weil er ab Mai eine andere Rolle erhält bei Ripple. Ich habe schon mit anderen Leuten darüber gesprochen. Wenn ich auf LinkedIn oder Xing mein Profil terminiere, dann mache ich das entweder, weil ich arbeitslos geworden bin oder weil ich eine neue Arbeit habe. Habe ich eine neue Arbeit, dann füge ich aber bereits meine nächste Arbeitsstelle da ein. Bin ich arbeitslos, könnte das so sein wie bei Miguel Diaz. Dagegen spricht dann aber die Tatsache, dass er noch im November getweetet hat, viel zu viel Arbeit. Es gäbe keine Hinweise darauf, dass er Ripple verlassen würde. Und für eine Person in seiner Position, also in der Schweiz, wären das 6 Monate Kündigungsfrist, dann hätte er im November ganz klar die Community angelogen. Das glaube ich auch nicht. Also Miguel ist, also dieses eine Interview, das er 2016 oder Anfang 2017 gegeben hat, also ich kenne keinen, der so aufrichtig kommuniziert wie Miguel Diaz, wenn er dann mal kommuniziert. Dann zu diesen Fake News, dass die XRP-Community schrumpft, das ist ja sowas von lächerlich. Die das publiziert haben, haben eine einzige Telegram-Gruppe angeschaut, die irgendwie Ripple oder so hieß, keine Ahnung. Und diese Telegram-Gruppe hat im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren irgendwie 30% Mitglieder verloren. Und jetzt behaupten die, dass die XRP-Community um 30% geschrumpft ist. Also, das sind so Idioten. Das wäre etwa dasselbe, wie wenn ich hier in meinem Dorf, wo ich wohne, alle BMWs zählen gegangen wäre im 2019 und jetzt im 2020 das wiederholen würde und merken würde, 50% weniger BMWs in meinem Dorf. Und dann würde ich behaupten, der Umsatz vom BMW ist 50% eingebrochen. Das ist wohl der größte Schwachsinn, den jemand verzapft. Also das sind so Idioten. Echt, da
kriegst du, ich krieg das Kotzen, wenn ich so Beiträge lese. Echt. Glaubt nicht wirklich jeden Scheiß. Es ist echt zum Kotzen. So, und jetzt die positiven Geschichten, die Zahlungsdaten. Ich habe in den letzten 2-3 Tagen mal wieder ein bisschen zu Swift und so recherchiert. Swift, Chip, ja, das Problem ist einfach immer noch, die täglich, das täglich transferierte Volumen von Swift ist nach wie vor eine große Unbekannte. 2016 gab es von, ich glaube vom Fed, mal einen Bericht, da haben sie von 5 Billionen, also 5 Trillions pro Tag gesprochen. Swift GPI ist mega stolz, 2019 77 Trillions, also Billionen, im ganzen Jahr überwiesen zu haben. Das Doppelte wie 2018. Wow! Die haben in einem Jahr ihr Volumen verdoppelt. Ripple verdoppelt alle 3 Monate. Das war Stand letzten Oktober. Ihre Transaktion, okay, über das Volumen, also über die Größen dieser Transaktion wissen wir nicht, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Volumen ähnlich steigt wie die, also das ist das, die Verteilung der Transaktionen und die Verteilung der Volumina dürfte ja in etwa ähnlich sein. Also, soll ich das erklären? Also wenn wir zuerst 100 Transaktionen haben, davon 80 unter 10.000, also 80% oder bei 100 wären es eben 80 absolut auch, 15 sind zwischen 10 und 100.000 und 5 sind größer wie 100.000. Wenn ich jetzt plötzlich 1.000 Transaktionen habe, dann sind es halt eben 800 bis 10.000, 150 bis 100.000 und 5.000 drüber. Also das skaliert ja wahrscheinlich recht linear. Also mehr Volumen und dann ist es eben für jede dieser Bandbreiten entsprechend linear mehr Volumen. Okay, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, an Ripple, also diese Verdoppelung alle 3 Monate, das war aus einem Interview von das Brad Garlinghaus mit Pompliano, einer der größten XRP-Basher gemacht hat, Anfang Oktober. An der Swell, keine 4 Wochen später, hat Brad Garlinghaus voller Stolz erzählt, dass im Oktober 2019 so viele Transaktionen übers RippleNet gingen wie im ganzen Jahr 2018. Also da war es nicht mehr nur maximal ein Faktor 12, also alle 3 Monate wäre, man hat 1, dann im zweiten Quartal 2, eine Verdoppelung, im dritten Quartal 4 und im vierten Quartal 8. Und nicht einen Monat später verkündet er, dass man innerhalb eines Jahres Faktor 12 mehr Transaktionen hat. Also daran seht ihr, wie diese Kurve extrem steigt. Das ist mal sehr positiv. Dann habe ich einen Bericht gefunden von McKinsey. Die sagen, es gibt weltweit Zahlungen, also Cross-Border-Zahlungen von, also pro Jahr von 137 Billionen, Trillions. Und wir wissen jetzt, das habe ich jetzt gerade vorher erwähnt, dass Swift GPI bei irgendwie 85% von ihren Zahlungen, 77 Billionen dieses Marktes abdeckt. Alle Remittances weltweit, also MoneyGram, Western Union, TransferWise und so weiter, das ist etwa eine knappe Billion, eine einzige, also alle diese zusammen. Das kann man nachschauen auf, kann ich kurz den Link posten, wenn dann hier PayPal, genau, jetzt muss ich hier noch, genau, Pew Research,
ein Interactive, das ist der Link, genau. Da gibt es so eine tolle Website, die zeigt pro Land, also global und pro Land, wie viel Remittances, das sind eben nur so diese Überweisungen, die Leute machen an ihre Familien. Also die Italiener, die in der Schweiz arbeiten, schicken ihre Familie zurück oder sonst was. Und da kann man schön In- und Outflow sehen. Und wer zu den großen Remittance-Empfängern gehört oder zu den Zahlern, also von wo das Geld fließt nach wo. Und das sind, das waren 2017 knapp, glaube ich, 700 Milliarden. Also wenn wir das ein bisschen erhöhen, jetzt 2020 sind wir vielleicht auf 1 Billion. Also kämen zu diesen 77 Billionen 1 Billion dazu. Dann würden immer noch 60 Billionen fehlen. Also fast 50%. Ja, wer macht denn den Rest? Ripple. Und ich glaube eben... Ich bin, also ich kann das jetzt nicht behaupten, dass Ripple quasi 50% Marktanteil schon hat. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn es so wäre. Sagen wir mal so. Dann, weil ich aber eben nicht genau weiß, was jetzt recht ist, diese 5 Billionen pro Tag, wo man seit 2016 drüber munkelt, oder diese 137 Billionen pro Jahr, das wäre ein Faktor fast 10, also oder fast 20 Unterschied. Keine Ahnung. Fakt ist, und diese Zahlen, auf die kann ich mich verlassen, ist das Target 2 in Europa 1,7 Billionen pro Tag hat. Und deshalb scheinen mir diese 137 Billionen weltweit pro Jahr definitiv falsch. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass diese Zahl stimmt. Es muss irgendwo dazwischen liegen. Wenn der europäische Markt 20% des weltweiten... des weltweiten Marktvolumen grundsätzlich und des logischerweise demzufolge auch Zahlungsvolumen ist, dann, wenn man diese 1,7 Billionen hochrechnet, dann kommen wir eben ziemlich genau an diese, oder sogar mehr, an diese 5 Billionen, wo man schon seit 2016 drüber munkelt, dass SWIFT die beträgt, also die transferiert täglich an. Okay. Dann noch eine andere Zahl, hat mehr mit Volumen zu tun. CLS, auch das deutet eigentlich eher darauf hin, dass meine Zahlen richtig sind. Die CLS-Banken, das sind die, die das Settlement machen im SWIFT-System. Da habe ich kürzlich, habe ich leider den Link nicht mehr, kann man aber bestimmt recherchieren. Die machen pro Tag 1 Million Zahlungen. 1 Million. Und auch hier, wenn man mit Europa vergleicht, Tage 2, dann stimmt dieses Verhältnis in etwa. Dann, weil Europa hat 340.000 Zahlungen pro Tag. Genau. Genau, und dann stimmen diese 340 zu dieser Million weltweit, ist in etwa das ähnliche Verhältnis wie diese 1,7 Billionen in Wert in Europa pro Tag und diese 5 Billionen weltweit. Also das Verhältnis stimmt da in etwa. Und das habe ich vorher schon erwähnt, dass man... Wahrscheinlich, dass eben recht linear hochrechnen kann. Mit diesem Beispiel, bei 100 Zahlungen sind 80 bis 10.000, 15 bis 100.000 und 5 dann noch drüber. Dann sind es bei 1.000 eben 800 bis 10.000, 150 bis 100.000 und der Rest drüber. Und diese anderen Zahlen mit diesem Volumina zeigen, dass dieses Verhältnis, dass es also... Kann sein, dass ich da um ein paar Prozent daneben liege, aber ich liege bestimmt nicht mit Faktoren
daneben. Und diese, also heute hat mich jemand gefragt, was das denn jetzt bedeuten würde für den Preis. Ich habe damals, also 2018, als Bearable Guy 1, 2, 3, diese famosen 589 Dollar gepostet hat, konnte ich mir das am Anfang ja nicht vorstellen, bis ich den Jane Ellis, dieses Modell oder diese Theorie kennengelernt habe. Und erst dann habe ich gecheckt, aha, der Preis kann also tatsächlich schnell steigen. Diese Möglichkeit gibt es, weil bis dahin habe ich nicht dran geglaubt, dass wir, keine Ahnung, vor 2025 auf 20 Dollar sein werden. Erst danach habe ich das als sehr wahrscheinliche Realität, wahrgenommen, genau. Diese 500 oder 500 plus, ich habe damals gesagt, es ist absolut möglich, 589 Dollar zu erreichen. Und meine Berechnungen damals gingen von einem einzigen Prozent vom Marktvolumen aus. Eben auch wieder runtergerechnet von diesen Zahlen, die ich von Tag 2 habe. Ich muss jetzt nicht mehr erklären, dass man diese Bandbreiten für kleine, mittlere und große Zahlungen einfach linear runterrechnen kann. Das dürfte inzwischen jedem, der diesen Livestream jetzt gerade hört, einleuchten. Bei 1%, also so zwischen 500 und ich glaube 750 irgendwas, so in dieser Spannbreite. Dann auf diesen Tweet heute Morgen habe ich dann gesagt, ja, jetzt wäre es ein bisschen verhohlen, sagt man glaube ich, wenn man jetzt einfach auf 50% mal 50 hochrechnen würde. So geht es natürlich nicht. Also es werden dann nicht 25.000 Dollar pro XRP. Das ist dann eben auch wieder diese Bell Curve. Da geht es mal steil nach oben, oder 500 Dollar, und dann geht es dann schnell mal auf 5.000, aber dann kommt irgendwo, dann kommt eine Sättigungsphase, wo es dann so viel Liquidität gibt, dass der XRP-Preis eben nur noch marginal steigen muss. Also ich könnte mir vorstellen, so, dass man bis 10-15% quasi exponentiell steigen muss. Also Stand heute gehe ich davon aus, dass 5-10%, also so sagen wir 7,5% ist, dieser 5 Billionen angenommenen von SWIFT gezahlten Zahlungen, dass bei 7,5% davon, gehe ich davon aus, dass wir zwischen 1200 und 2500 pro XRP Wert sehen werden. Das ist nur knapp das Doppelte, was ich von diesem 1% vorher gesagt habe, weil es braucht man diesen Anschub. Aber nachher, wenn es dann auf irgendwie, keine Ahnung, 20 oder 30% geht, braucht es wieder eine Stufe nach oben. Und dann kann es sehr schnell gehen, dass wir bei 5 oder 7.500 Dollar landen werden. Und es wird dann auch, also davon bin ich 100%ig überzeugt, auf über 10.000 Dollar gehen. Genau. So. Das war so der Motivationsbooster für heute, dass ich nach wie vor alle Zahlen, die ich eigentlich zur Hand kriege, eigentlich es macht irgendwie immer noch einfach dauernd Sinn. Also, aber bitte kritisiert mich, wenn ihr da Kritik habt. So, und jetzt gehe ich auf die Fragen ein. 42 Concurrent Views ist jetzt nicht so viel, aber ich denke, das wird sich dann schon noch geben, dass Leute das im Anschluss dann noch schauen werden. Genau, der Bart wächst und wächst, ja, das ist ein Riesengestrüpp bei mir. Ich habe schon ein paar Bilder gesehen von Leuten, die ihren Bart gepostet haben. Wirklich toll, meiner ist einfach nicht schön. Gefällt mir, ich hätte mega gerne einen schönen Bart, aber geht nicht.
SBI Lachfonds, keine News, müssen wir jetzt noch ein paar Tage warten. Also ich gehe davon aus, dass wir, wenn die jetzt im Mai tatsächlich live gehen sollten, dass wir vielleicht bis 10., zwischen 10. und 15. Mai, sollte da ein Volumen vorhanden sein auf dieser SBIVC, dass auch diese Coinlisting Websites SBI dann eben in ihre Statistiken mit aufnehmen können, und dann sollte man das sehen. Dann sollte auch in etwa diese Schwelle erreicht worden sein, wo man das vielleicht dann, also hoffe ich ganz schwer, eben am Preis dann bemerken wir. SEC, keine Infos. Josie, wenn du dieses Video ansprichst, Ross Ulbricht, nein, jemand hat einen Link gepostet auf einem meiner letzten Videos auf einen Typ, der Moll oder so heißt. Völliger Schwachsinn. Also Bitcoin wird nie auf 300.000 gehen. Das kannst du einfach vergessen. No way. Es gibt ein paar, die daran glauben. Für mich, wenn Corona vorbei ist und sich wieder alle auf diese Klimakrise stürzen werden, dann werden einige Länder sehen, dass man Bitcoin Mining und somit eben auch Bitcoin Kauf und Verkauf nicht mehr ethisch und moralisch erlauben kann. Und die werden dann nach und nach diese Exchanges, also den Börsen verbieten, Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen. Und dann ist das Ende von Bitcoin vorausgesagt. Gern geschehen, Harald. Hast du jetzt schon so ein Cool Wallet erhalten? Falls ja, könnten wir ja mal ein Video darüber machen, dass du das ein bisschen zeigst, dass also zum Beispiel via Skype oder so, also nur falls du musst ja nicht unbedingt dich selbst zeigen, wenn du nicht willst, aber das könnte ich mir noch vorstellen, dass wir das mal machen, einfach mal um so ein Wallet zu zeigen. Und Ledger habe ich echt keinen Bock, ich weiß nicht. Ledger hat wie Bitcoin einfach den First Mover Advantage, aber ich sehe überhaupt nichts, was Ledger besser macht als andere Wallet-Provider. Echt nicht. Genau, Hans Dampf. Eben diese Gaußsche Verteilungskurve sieht man eben auch bei Covid. Und das ist eigentlich. Also dieser Gauss, der hat da wirklich etwas bemerkt, dass eben das häufig, also diese Kurve ist natürlich nicht immer gleich steil und gleich lang gezogen, aber so, dass diese kugelförmige, keine Ahnung, ich denke, sie heißt Bell Curve auf Englisch, weil es eben so wie eine Glocke aussieht. Das ist vermutlich der Grund, warum sie Bell Curve heißt. Und diese Glockenform, das ist eben recht universal. Keine Ahnung, Richard ist im Moment sehr beschäftigt. Ihn hat das angespornt, dass ich da einen Bot am Machen war. Und er hat inzwischen auch mit externer Hilfe einen Bot anscheinend recht erfolgreich zum Laufen gebracht und versucht das jetzt in ein Businessmodell umzusetzen. Deshalb ist er recht beschäftigt. Hoi Sonja, bin ich lieb, Sali Freunde. Ich bin auch dein einziger YouTuber, den du schaust, Sonja. Das ist einfach, dein Lieblings-YouTuber zu sein. Na gut. Ja, Harry B., das ist so, aber damals also Voraussetzung für diese Besorgnis ist nach wie vor SBI. Also nehmen wir an, SBI geht live und es geht während 3 Monaten tatsächlich nichts am Preis.
dann beginne ich vielleicht mal ein bisschen zu hinterfragen, warum denn. Im Moment glaube ich nach wie vor, dass die Banken mit Hochdruck eben dran sind und deshalb, also ich muss den Satz fertig machen, dran sind, so die, ihre Custody-Lösungen bereitstellen zu können. Also Lösungen, wo sie eben Kryptos halten können, ohne dass sie einen Ledger Nano brauchen. Also die brauchen Institutional Grade, also Wallet. Wie soll ich das erklären? Also, die brauchen eine Lösung, wo sie sicherstellen können, dass sie von Hunderttausenden von Mitarbeitern ihr Wallet oder die Wallets so verwalten können, dass es eben automatisiert und absolut hackdicht ist. Und in dieser Geschichte ist ja Polysign recht was am Machen. Die haben jetzt auch eine Tochterfirma gegründet, die Standard Custody heißt es, glaube ich. Und könnte sein, dass die supergroßen Banken darauf warten, bis die mit ihrem Produkt launchen. Das könnte schon auch sein. Wobei jetzt gerade bei SBI in Japan habe ich nicht das Gefühl, dass die auf ein amerikanisches Produkt warten. Also da gehe ich jetzt mal davon aus, dass die das selber irgendwie in den Griff gekriegt haben. Aber ja, also wenn, wenn wir sehen, dass SBI jetzt tatsächlich live geht im Mai, dann Mai, Juni, Juli, also wenn dann bis im August nach wie vor 20 Cent anstehen, dann, ja, dann müsste man sich mal Gedanken machen. Also nicht jetzt zum, zum XRP verkaufen, aber vielleicht, ja, ob, ob wir wirklich alle zu, wie sagt man, optimistisch waren mit unserem, mit unserer Preisprognose. Ich habe ja schon seit Ende 2018 daran geglaubt, dass es potenziell genügend Volumen hätte haben können. 2019 stand das für mich außer Frage. Der Grund, warum es 2019 nicht losging, war vermutlich auch derselbe Grund, warum es 2018 nicht losging. Aber dass es jetzt nochmals ein Jahr nicht losgehen soll, das kann ich mir einfach, ich kann es mir nicht vorstellen. Möglich wäre es, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das wäre, ja, ich meine, wir werden es in Bälde wissen. Ja, Monique, aber diese April 1 Dollar Geschichte, die war wahrscheinlich basiert eben auf SBI. Also ich gehe nach wie vor davon aus, dass SBI das Potenzial hat, auch also wie sie, also nur diese Börse von SBI, uns in die Region 1 bis 2 Dollar zu bringen. Also das, dazu stehe ich nach wie vor. Also wenn die, wenn die tatsächlich irgendwie 2 Millionen Kunden, also es wären etwa 10% ihrer Kunden, dazu bringen können, XRP zu kaufen, dann, dann wird das eine Riesenran werden. Ich meine, ihr müsst sehen, es gibt im Moment gibt's knapp 2 Millionen XRP-Wallets, da gibt es vielleicht 30%, die kein Wallet haben, die ihre XRP noch auf irgendeiner Börse rumliegen haben oder bei Swissquote oder so, wo man die Coins, wo die Coins gar nicht dir gehören, in dem Sinn, also, oder sie nicht transferieren kannst. Aber dann wären diese 2 Millionen potenziellen Kunden von SBI VC, dann würden die das praktisch verdoppeln. Also wenn das keinen Effekt erzielt, dann weiß ich echt nicht. Und das ist nur dieser Börsenteil. Also SBI, das Bankenkonsortium, die warten auch darauf, dass sie
eben zu so einer ODL-Exchange werden können, weil die wollen eben die Korridore rund um diesen, keine Ahnung, pazifischen, ist das, sagt man dem so, pazifischen Raum nutzen. Also die wollen ja, die haben Connections zu China, zu Thailand, Vietnam, Bangladesch und so weiter. Also das wird hundertprozentig da anziehen, sobald SBI VC mal live ist. Aber eben nicht nur wegen VC, sondern wegen diesem ganzen Drumherum, das SBI geplant hat. Also das werden wir in den nächsten Wochen wissen. Ja gut, Hansdampf, diese Krypto, diese Kasse, die Services, das ist ja dir überlassen. Also ein Roger Federer, der will sich nicht mit einem Ledger Nano umgeben. Also der geht das Risiko ein und vertraut das der Bank an. Alle die eben tendenziell Konspirationstheorie affin sind, die werden ihre Kryptos abziehen. Ich stehe da irgendwo in der Mitte. Ich bin weder auf der einen Seite noch auf der anderen. Ich denke, also ich habe diese Panik jetzt nicht, dass eToro mir meine Coins klaut. Weder auf eToro noch auf der eToro Wallet. Aber es gibt Leute, die trauen dem einen Scheiß. Das ist jedem selbst überlassen. Aber ich rede von Institutional Grade. Also, wo, wenn irgendeine Bank für, keine Ahnung, 100 Milliarden oder so sich einen Basket von 20 Kryptos antut, dann will sie das nicht auf einem Ledger Nano verwalten. Das ist Institutional Grade. Diese 10.000 Dollar wert an Coins, die Otto Normalverbrauch hat, das interessiert keine Sau. Also. Ob man einen Unterschied erkennen würde, ob es durch die Verwendung oder den. Naja, Verwendung alleine. Da gibt es eben diese Theorie von Galgitron, dass jeder Kauf auch einen Verkauf nach sich, also das ist ja nicht eine Theorie, das sind Fakten, einen Verkauf nach sich zieht und deshalb dieser Kauf- und Verkaufsdruck, das nivelliert sich aus. Das kann ja schon sein. Aber wenn Japan, ich habe keine Ahnung, also wenn Japan mit Südkorea oder Taiwan oder weiß ja gar nicht, all diesen Ländern, die da so Technikzeugs produzieren, wenn die das künftig eben auch über XRP abhandeln wollen, dann fließen eben dann nicht mehr nur 20.000 Dollar Zahlungen, sondern 20 Millionen oder 200 Millionen. Und dafür genügt der Preis einfach nicht. Das ist einfach nicht möglich. Deshalb, wenn es kleine Sprünge sind, so 1 Dollar, 2 Dollar, 3 Dollar, dann wird es wahrscheinlich eher FOMO und an Retail-Investoren liegen. Aber wenn es dann tatsächlich plötzlich 20, 30, 50 oder 500 Dollar springt, das ist dann Verwendung, 100 pro. Wie viel XRP Ripple besitzt? Etwa 65 Milliarden geschätzt. Chris Ripple, lass mich raten. Du bist unter neuem Namen hier und dein vorheriger Name war... Ich kenne den nicht mehr. Der Typ mit den Konspirationsideen, dass Bill Gates Kinder isst und so. Also hör mir auf mit diesem Schwachsinn, echt. Ah, Swissquote
Da kann man tatsächlich transferieren, aber XRP noch nicht. So, das war's quasi für heute. Jetzt sind wir auch schon quasi am Ende. Gibt es noch Fragen? Zeugs, das euch beschäftigt? Also, Grundstimmung meinerseits ist nach wie vor super positiv. Also, ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass SBIVC nochmals, ich meine, verdammt nochmal, die haben jetzt einmal haben sie verschoben wegen Sicherheitsproblemen auf ihren Systemen. Auch damals habe ich gedacht, das ist eine Ente. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Bank eine Lösung implementiert und wenn sie implementiert ist, merkt man, dass es da Sicherheitsprobleme. Also sowas. Was es wäre, wie wenn BMW ein X 12 rausbringen würde ohne Bremsen und dann in der ersten Kurve merkt, ach scheiße, wir haben die Bremsen. Also sowas Dummes kann ich mir. Also man kann ja mal vorkommen, aber nicht bei einer Bank. Okay, echt. Also, ich meine, wenn ich einen X12 produziere, dass ich die Bremsen vergesse einzubauen, das kann ich ja noch akzeptieren. Aber also jeder anständige Autoingenieur würde mich fragen, und hast du Bremsen drin? Also so ein Schwachsinn. Und inzwischen sollte auch wirklich diese Regulierung krass sein. Die hatten, ich glaube, also diese eine Hauptverzögerung, die es jetzt praktisch nochmals 9 Monate verzögert hat, von letztem Juni bis heute, war eben. Und da lege ich fast meine Hand ins Feuer. Diese Recommendation von der FATF-Behörde. Ich weiß nicht mal, ob man dem Behörde sagen kann. Das ist eigentlich mehr eine Organisation. Ist IMF eine Behörde? Das ist nicht wirklich eine Behörde. Das ist eine Organisation und es ist nicht wirklich dasselbe. FATF ist so wie das BIS, die Bank of International Settlements oder IMF. Der Internationale Währungsfonds oder die Weltbank ist so eine Organisation, die weltweit ja nicht wirklich agiert. Sie geben mehr so quasi, wie sagt man dem auf Deutsch, Recommendations, Empfehlungen raus, wie Banken sich verhalten sollen, um eben Geldwäscherei möglichst tief zu halten. Und in Bezug auf Krypto gab es da letzten Juni, man glaube ich Ende Mai oder so, kam die mit einer neuen Empfehlung raus, um eben sicherstellen zu können, dass kein Geld gewaschen wird mit Kryptos, soll man auf jedem Konto KYC und AML wie sagt man denn? Anwenden, wenn du so willst. KYC heißt Know Your Customer, also man soll die Kunden kennen und AML steht für Anti-Money Laundering, also praktisch, also wenn du jetzt als Beispiel auf Börse, auf der Binance-Börse 10.000 XRP kaufst und jetzt steigt der Preis so, dass du irgendwie 10 Millionen auf dein Bankkonto überweisen könntest. Dass sie eben, dann haben sie so Threshold, so Schwellwerte, ich glaube, das liegt irgendwie bei $10.000 oder so. Bis 10.000 geht es unter dem Radar durch und drüber würde dann jetzt eben Binance bei dir anfragen müssen, ja, wo geht denn die Kohle hin? Und dann müsstest du darüber Auskunft geben, also dass es eben dein Bankkonto ist, müsstest du quasi wirklich beweisen können.
Aber auch wenn du dann entsprechend XRP verschieben würdest auf ein Wallet, dann würde praktisch Binance diesen Regulatoren sagen müssen, also sie können ja nicht davon ausgeben, dass es dann deine Wallet ist, aber zumindest könnten sie sagen, dass auf diesem Wallet Kohle von dir gelandet ist. Und all diese Regulatorien, das kann sich eine Bank natürlich nicht leisten. Weil wer diesen FATF-Regeln nicht Folge leistet, und ich glaube, die haben Zeit bis diesen Juni. Ich glaube, man hat ihnen ein Jahr Zeit gegeben, sich diesen Regeln zu beugen oder, keine Ahnung, Folge zu leisten. Und wer das nicht macht, der kommt auf eine schwarze Liste. Und die Länder, die wollen ja natürlich nicht, dass ihre Börsen auf einer schwarzen Liste sind. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Börsen leisten diesen Regeln Folge oder die Regierung schließt die Börse. Und und SBIVC hat sich jetzt eben für den legalen Weg entschlossen, diesen FATF-Regeln Folge zu leisten. Das, behaupte ich, ist der Hauptgrund für diese Verzögerung. Genau. Sigi Thoma, genau. Danke, Manuel. Gib's zu, Chris Ripple, dass du der Sigi Thoma bist. Also sowas von offensichtlich, echt. So, dann sind keine wirklichen Fragen gekommen. Rom the Weird, nein, dessen Konto wurde, glaube ich, gelöscht auf Twitter. So, letzte Frage und dann machen wir Schluss für heute, dann war es dann auch schon mal wieder eine Stunde. Bis diese Frage kommt, falls sie dann überhaupt kommt, möchte ich mich wie immer bei euch bedanken. Glaubt nicht immer jeden Scheiß, verdammt, echt. Strengt euer Grips an. Also jeder, der so Artikel postet und weiterverteilt, wie die XRP-Community schrumpft, hinterfragt solchen Scheiß, echt. Ich habe euch jetzt 2 Jahre lang zu selbstständig denkenden Kryptoinvestoren erzogen. Und es ist zum Kotzen zu sehen, dass einige es immer noch nicht begriffen haben. Geht hin und schaut, worauf das begründet ist. Und also, echt, ist doch nicht so schwer. Oder bevor ihr dann so einen Müll verbreitet, dann geht ihr zu jemandem, fragt Manuel oder Richard oder mich, wie das gemeint ist, und dann kann man das richtig stellen. Dann mache ich 2 Minuten, bei diesem XRP Community Schrumpft habe ich 2 Minuten Recherche gemacht und mir ist fast das Kotzen gekommen. Echt, so dumm kann man gar nicht sein. Aber auf eToro, alle XRP Hater bringen immer diesen Artikel hoch. Aber schon klar, ich meine, denen fehlt einfach der Grips. Sorry. Eben, ich möchte mich bei euch bedanken für euer Vertrauen, dass ihr immer wieder trotzdem noch in meine Livestreams kommt und meine Videos schaut, aber strengt euch ein bisschen an. Wenn ihr über irgendwas stolpert, dann nicht einfach wild Panik oder wild Juhu, sondern versucht zu verstehen, wie das wirklich gemeint ist. Ich habe jetzt diese schrumpfende XRP-Community erwähnt, ich habe diese Geschichte mit Miguel Vias erwähnt. Solange da nichts offiziell bestätigt ist, gibt es nichts drüber, sich aufzuregen oder in Panik zu geraten. Wir wissen die Gründe nicht, wir wissen ja noch nicht einmal im Fall von Miguel Vias, ob es tatsächlich so ist. Dieses Gerücht gab es schon letzten November, deshalb hat er getweetet, no worries, I won't leave Ripple, there's too much work to do.
Und ich bin mir fast sicher, dass es um dieselbe Geschichte ging. Ich habe es nicht recherchiert, letzten November, dass eben auch damals stand, sein Profil geht nur noch bis Ende März. Das würde mich nicht wundern, wenn wir im März dann im Mai dann sehen, dass es bis Ende Mai geht. Vielleicht ist es einfach ein Bug von LinkedIn, wer weiß. Gülle, Gülle. Gibt es da irgendein Handzeichen, so Gülle, Gülle, oder keine Ahnung. Also, vielen Dank, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich bleibt gesund, bleibt zu Hause nach wie vor. Ich weiß, diese Corona-Thematik ist jetzt auch aufgekommen und ich weiß, die Zahlen, einige dieser Zahlen sind falsch, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass viele Leute gestorben sind. Und es sind mehr Leute gestorben, wie einfach normal. In der Schweiz sind es 10% mehr. Und ich behaupte, dass wir ohne Lockdown vielleicht 30 oder 40% mehr Tote hätten. Und das ist eine Hausnummer, oder? Heute hat eine Frau, also das war echt zum Lachen, hat eine Frau auf Twitter zu den Schweizer Zahlen bemerkt, warum der Schweizer Epidemiologe Daniel Koch oder kein Virologe quasi totgeschwiegen hat, dass auch 1000 unter 20-Jährige infiziert wurden, weil er immer gesagt hat, ja, das ist für die unter 20-Jährigen nicht so ein Problem. Und dann hat sie die Zahlen gelistet und es waren 890 und dann hat sie gesagt, es sind ja fast 1000 Infizierte unter 20 Jahren, das kann man doch nicht totschweigen. Und dann habe ich so zurückgeschrieben, du bist eine Idiotin. Also wenn 900 fast 1000 sind, dann können wir ja deinen Lohn um 10% kürzen. Das sind ja 90% deines Lohns, auch fast 100%. Was soll der Scheiß? Also mit solchen Argumenten kannst du echt nicht kommen. Also die Leute wissen, glaube ich, gar nicht, was ein Prozent ist. Überlegt euch das mal, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Wenn eine Firma wie ABB oder IBM oder so, wenn die ein halbes Prozent weniger Kosten oder mehr Gewinn haben, dann bricht da der Jubel aus. Die rechnen nicht in Prozent, die rechnen in Promille. Das muss man sich einfach im Klaren sein. Und für die Schweiz oder für jedes andere Land, wenn man einfach plötzlich 10% mehr Tote hat an einem Tag, und das ist ein Fakt, ob jetzt diese Zahlen der Infizierten stimmen oder nicht, ob das zu hoch oder zu niedrig, das ist scheißegal. Fakt ist, wir haben, und ich habe es auch anhand von den Zahlen von USA kontrolliert, in Deutschland nicht, USA hat auch in etwa 10% mehr Tote wie normal. Und das sind krasse Zahlen, das schlägt keine Kuh, in der Schweiz sagt man, das schlägt keine Geiß weg, weil Geißen eben gern Salz schlecken. Also hört mal auf mit diesem Konspirationsschwachsinn. Fakt ist, es gibt sehr viel mehr Tote und 10% ist kein Pappenstiel. Zusammen, hebt's gut.